Guten Morgen zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Nein, könnt ihr nicht. Ich mache mal die Tür auf. So kann doch ein Morgen beginnen. Es ist strahlend blauer Himmel. Ich habe hier super geschlafen, nachdem ich gestern noch umparken durfte, weil man mich darauf angesprochen hat, dass Campen oder Übernachten auf dem Parkplatz nicht gestattet war. Naja, bin ungefähr 300 Meter Luftlinie weiter. Hier kann man gut stehen. Und jetzt sieht man es auch, wir haben hier drinnen 11,9, draußen 4,4 Grad. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht. Jetzt gibt es noch Frühstück. Ja, so zwei Schmelzkäse-Ecken, zwei Scheiben Brot. Und dann geht's wieder los. Herrlich. Ab hier beginnt das Gebiet des Jagdschlosses. Es sind jetzt noch 1,5 Kilometer, laut dem nächsten Schild hier, in diese Richtung. Und es ist heute Morgen wirklich frisch. Diese 4 Grad oder 6 Grad, ich weiß es gar nicht mehr. Und der Wind dabei ist doch relativ unangenehm. Deswegen habe ich mich auch entschieden zu laufen, weil auf dem Fahrrad wäre es definitiv noch kälter. Oder gefühlt kälter. Ist das nicht klasse, hier zu wohnen, so mitten im Wald? Dann noch so ein schönes Häuschen. Habt ihr den Specht gehört? Also der tackert hier um sein Leben. Also wenn ihr hier mal zu diesem Jagdschloss hoch wollt, geht auf jeden Fall zu Fuß. Weil mit dem Fahrrad ist hier ja eigentlich zu steil für. Ist zu Fuß wesentlich schöner. Ist machbar, gar keine Frage, aber zu Fuß ist halt intensiver. Nennen wir es mal so. Also dort oben kann man, glaube ich, das Jagdschloss schon das erste Mal sehen. Und der Weg geht weiter steil hoch. Und so sieht es hier schon mal aus an dem Eingang zum Waldschloss. Ach, Jagdschloss, nicht Waldschloss. Und das ist das, was ich von unten gesehen habe. Da stand vorhin eine Hinweistafel, dass das so um 1850 gebaut wurde für den Förster und seine Pferde. Ja, ansonsten hier ein kleiner Spielplatz. Hier hält wohl diese Bummelbahn, dieser Jagdschloss-Express. Da ist ein kleiner Waldbiergarten und ich gehe jetzt noch weiter hoch Richtung Schloss. Ja, so sieht das ganze Jagdschloss aus. Es ist jetzt gerade ein bisschen dunkel auf dem Bildschirm, aber ich denke mir mal, dass man das erkennen wird. Wurde gerade noch nett darauf hingewiesen, dass die erst ab 10 Uhr öffnen. Und ob ich so nett wäre, die gehakten Flächen nicht zu betreten. Was natürlich kein Problem ist. Ansonsten ist das hier echt ein Klopper. Also ich habe ja damit gerechnet, dass das schon ein bisschen pompöser ist, weil Jagdschloss, aber das ist schon mächtig, wenn man sich mal da oben die Zinnen alleine anschaut. Das hat schon was. So. Aber jetzt geht's auch mal auf die andere Seite, da wird's auch mit dem Licht besser. Ich werde jetzt hier einfach mal ein paar Bilder einfügen, weil ich nicht so weit zurückgehen kann, dass die Kamera alles einfängt. Aber hier hinten kann man nachher schön sitzen und ein Käffchen trinken in der geschützten Ecke, weil es zieht hier oben ganz schön. Man hört hier im Hintergrund die ganze Zeit so eine alte Dampflok. Mal schauen, ob wir die nachher noch in Bild und Ton festhalten können.
Jetzt habe ich gesehen, dass dort drüben, ich weiß nicht, ob man das durch den Wald so erkennt, ich zoome mal ein bisschen, geht ein Weg hoch zu so einem weiteren, ich glaube, es ist ein Aussichtspunkt. Da werde ich jetzt mit euch erstmal hinlaufen. Ja, seht ihr diese Reflexion? Da unten ist so ein Wasserbecken, wo die Sonne sich drin spiegelt, wenn ich passend das Objektiv halte. Ja, wie ich mir dachte, ist da ein Aussichtspunkt, und zwar der Aussichtspunkt Fürstenblick in 250 Metern. Und man soll hier aufpassen vor herunterstürzendem Holz. Und einige Bäume hatte ich auf dem Weg hier hoch vorhin schon, die geben ordentlich knarzende Geräusche von sich. Aber so stürmisch ist es auch nicht, dass man da den Weg deswegen meiden würde. Ich zumindest nicht. Was fällt euch ein, wenn man sowas sieht? Frühsport, oder? Dann denke ich immer, zack, 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 man muss das laufen. Weil das sind solche schönen Abstände, dass man sich hier mal kurz den Schmelzkäse wieder abläuft. Um dann diese Aussicht zu haben. Das ist der Fürstenblick. Hui! Wasser, Wasser und Wald. Hier hatte er wohl seine Bank, seinen Tisch und hat dann von hier aus königlich, fürstlich gespeist und die Landschaft genossen. Was ich jetzt auch erstmal ein bisschen tue. Ja, hier seht ihr jetzt mal den Weg, den ich gestern Abend reingefahren bin. So oberhalb des Wohngebietes. Das macht es schon alles einen recht abenteuerlichen Eindruck, aber war auf jeden Fall ein super Stellplatz für diese Nacht. So, und jetzt muss ich die Kamera weglegen. Ich fahre nämlich jetzt wieder auf einen offiziellen Parkplatz. So, umgeparkt habe ich und gehe jetzt wieder zu Fuß Richtung Binz-Zentrum. Beim Schloss oben war wirklich sehr schön. Die machen leider erst ab 10 Uhr auf. Naja, was heißt leider? Letztendlich ging es mir auch viel drum, da hochzulaufen und das Schloss von außen zu sehen. Weil von innen muss nicht immer sein. Ist einfach so. Hier ist dieser kleine Schmalspurbahnbahnhof, und wenn man über die Gleise geht, sieht man auf dem Boden richtig dieses Verkokte. Jetzt wäre es nur noch schön, wenn er auch noch hier einfahren würde, der rasende Roland. So heißt das gute Stück hier. So, direkt hier vor mir habe ich jetzt den Schmachter See. Wir haben teilweise heute ganz schöne Windböen hier. Einstieg ins Wasser durch Schilf. Ja, hier auch. Ich weiß nicht, ob das noch mal zum Sommer geändert wird. Ansonsten ist das recht unangenehm, hier ins Wasser zu gehen. Behaupte ich mal so. Ja, hier haben die Möwen alles vorgekackt. Hier sieht es auch nicht viel besser aus. Ich wage mich jetzt trotzdem mal hier durch. Ich hoffe, ich werde nicht beschissen. Boah, ist schon übel. Jungs, was habt ihr euch dabei gedacht? Gar nichts, genau. Auf dieser Seite vom Binz ist es wenigstens unterteilt, Fußweg und Radweg, weil auf der Seite vom Strand sind ja Radfahrer generell verboten. Ist echt schade. Liebe Gemeinde Binz, vielleicht lasst ihr euch da ja auch mal was einfallen, denn auch Radfahrer sind gerne am Strand unterwegs,
beziehungsweise oberhalb des Strandes. Morgens ist es doch deutlich angenehmer hier auf der Promenade, wie ihr sehen könnt. Aber das wird sich am heutigen Sonntag garantiert noch ändern. Wie ihr sehen könnt, habe ich einen Parkplatz jetzt hier an dem Bahnhof, oder Kleinbahnhof nennt er sich, glaube ich. Und hier kann man 6 Stunden stehen mit Parkscheibe kostenlos. Das heißt, ich werde jetzt hier mein Mittagspäuschen machen. Gelaufen bin ich ja heute schon reichlich. Und versuche dann diese historische Schmalspurbahn noch einzufangen. Also hier in dem kleinen Bahnhof ist auch eine Bibliothek und ein Museum. Also einfach auch mal reingehen. Das Kurhaus um 1900. Ja, die Kücheneinrichtung kenne ich von unserer Oma auch noch. Schick, schick. Und dort kommt der Zug. Man sieht die ersten Rauchwolken. Ja, wunderbar. Genau so sollte es doch sein. Eisenbahnromantik pur, könnte man sagen. Muss ich auch gar nicht weiter viel zu erzählen, glaube ich. Also die Technik ist doch Weltklasse, wenn man überlegt, wie alt das Schätzchen ist. Und weiter geht's. Ob die wohl noch fahren darf, von wegen Feinstaubbelastung? Euro 4 und Euro 5 Dieseln machen sich alle im Kopf, ne? Naja. So, hier gegenüber ist nochmal das Haus des Gastes in Binz. Ich stehe hier an so einem kleinen Brunnen, wo 2 Kinder unterm Regenschirm stehen, die sichtlich Spaß haben in ihrem Gesichtsausdruck. Ich hoffe, das erkennt man. Und das war's mit Binz. Es war schön. Ich kann es jedem empfehlen. Es gibt hier rundum viele Sachen, die man sich anschauen kann. Und ja, ich werde mich jetzt auf der Insel weiter bewegen. Also, macht's gut, euer Markus.